Hi, mein Name ist Micky Monumental, Parfümsammler aus Wien. Willkommen auf Pleite wegen Düfte. Ich teste Dupe-Düfte, damit du sie nicht kaufen musst und auch weil ich neugierig bin und wissen will, was dahinter steckt. Im heutigen Video testen wir ein Dupe für Thierry Mugler Angel. Mein Französisch ist nicht vorhanden, deswegen werde ich jetzt hier einfach einblenden, wie die Marke heißt, die diese Suppe herstellt. Der Duft an sich nennt sich Angelus. Du hast richtig gehört, Angelus. Also ich meine, von den Farben her und von dem Duftnamen Angelus ist es ziemlich deutlich, in welche Richtung sie gehen wollen. Es stellt sich halt wieder die Frage, ist das ein Dupe oder ist das einfach nur eine Billigsdorfer Kopie? Ich habe meine Flasche auf Amazon gefunden. Du hast diverse Plattformen, die diese Düfte führt und die Preise variieren extremst. Zwischen 1,99 bis 27,95. Wir schauen uns selbstverständlich zuerst das Original an. Und jetzt nicht verwundert sein, ich werde mit dieser Flasche hier nicht sprühen. Das ist meine neue, volle Flasche aus meiner Sammlung. Ich habe angebrochene Flaschen von Angel, mehrere in der Sammlung, Versionen. By the way, Thierry Mugler gehört seit seinem Ableben L'Oréal und davor war es die Clarins-Gruppe. Also wie gesagt, mit dem spray ich nicht. Ich habe eine angebrochene Flasche und der Duft hat immer wieder mal... Also da gibt es verschiedene Versionen davon. Aber wir reden jetzt über das klassische Eau de Parfum. Und ja, die Farbe ist gekippt, der Duft nicht. Also schreib keinen Scheiß in die Kommentare. Ich bilde mir ein, dieser Stern war eine Limited Edition. Also das Design, Bottle Design war hier damals limitiert. Ich liebe Angel. Er ist so überdrüber, aber geil. Das ist so eine fruchtige Gourmand Bombe, Overdose. Wir haben hier folgende Duftinhaltsstoffe drinnen. Kokosnuss, Melone, Zuckerwatte, Honig, Brombeere, Pflaume, Karamell, Schokolade und Vanille. Ich finde ihn geil. Also im Vergleich zum Alien kann ich langfristig nicht riechen. Ich kriege Kopfschmerzen davon. Aber Angel, yummy. So, kommen wir zum Angelus. Verpackung sieht also... Es fühlt sich einfach so billig an. Sieht doch sehr billig aus. Alrighty. Irgendwie... Das Erste, was mir in den Kopf schießt, das ist ein Mandarinenduft oder Verbene oder irgendwie sowas von L'Occitane. Hat gar nichts zu tun mit Angel. Damit wir uns nicht falsch verstehen, der Duft an sich ist nicht schlecht. Er ist gut. Ich würde ihn sprühen. Wieso nicht? Aber nö. Der ist irgendwie so fruchtiger, sommerlicher, orangiger, bergamottiger, Zitronengras. Nö. Gar nicht. Von 10 möglichen Punkten. Eigentlich genau genommen eine 0. Noch einmal, nicht weil der Duft schlecht ist, er stinkt nicht, er ist nice, man kann ihn verwenden, aber es ist nie im Leben ein Ersatz dafür. Die Früchte, diese Wärme, dieses Gourmand, es fehlt einfach. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann einmal beim L'Occitane irgendwas gerochen, was in die Richtung geht. Dieses Provence, Lavendel, Bergamotte. Nö. Wenn wir denn so wollen, fail. Bleib beim Original. So, das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Video. Bye.